Ich zeig euch, wie ihr eine Nella-Krone bekommt, die ihr brauchen werdet, falls ihr Seelen, Vigor, Kraft, wie auch immer es nennen mag, farmen möchte. Die sind wirklich sehr wichtig, weil sie pushen somit den Farm, so dass ihr noch mehr Seelen bekommt am Ende. Es lohnt sich wirklich, glaubt mir. Bleibt bis zum Ende dran, um alles genau richtig zu machen, weil ich zeige euch gewisse Tipps und Tricks, wie ihr es am besten bekommen könnt, weil die Drop-Chance ist wirklich sehr, 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 sehr niedrig. Als allererstes guckt euch mal dieses Item da an, was da liegt. Es flackert so komisch hin und her. Das ist kein normales Item. Passt auf, das ist eine Mimik. Und genau durch diese Mimik bekommen wir diese Nellak-Rune, die wir brauchen werden. Hier zeige ich euch nochmal genau, dass es eine Mimik ist. Ich buff mich nochmal eben schnell eben krass hoch, so damit ich halt nicht gleich drauf gehe oder überhaupt Schaden kriege. Und voilà, wir haben hier die Mimik, die uns angreift, wenn wir es einfach versuchen aufzunehmen, weil das ist nämlich der falsche Weg. Am besten holt ihr eure Lampe raus, zielt in die Richtung und zieht die Mimik dann raus. Und dann könnt ihr das Item einfach nehmen. Und tada, wir haben dann hier ein paar Items gekriegt, aber wir haben nicht die Nella-Krone bekommen, die wir eigentlich bräuchten. Am besten steht ihr dann davor, wartet bis es automatisch speichert, es wird unten rechts angezeigt, dann nutzt ihr eine Pfote, damit die Dropchance erhöht wird und tada, wir haben eine Nella-Krone. Falls dem nicht so ist, schnell das Spiel verlassen, rausgehen und dann wieder reingehen. Dadurch wird es nicht gespeichert und daher können wir das so oft wiederholen, bis wir endlich die Nella-Krone bekommen haben. Wie gesagt, die Drop-Chance ist sehr gering, bleibt am Ball, ich habe dafür auch mehrere Versuche gebraucht, aber hey. Das Ding ist einfach, dass diese Mimics nur begrenzt im Spiel irgendwie vorhanden sind, also sehr selten dann halt somit auch sind. Und die Nella-Krone hat so eine niedrige Drop-Chance, da ist dieser Trick, den ich selbst für mich persönlich jetzt so herausgefunden habe und der funktioniert auch wirklich zu 100%. Deswegen gebe ich es an euch auch weiter. Macht es, versucht es, es ist wirklich wichtig halt, dass ihr diese Rune besitzt, weil irgendwann kommt ihr an einen Punkt, da müsst ihr farmen und dann wollt ihr halt stärker natürlich dann werden, ne? Und diese Runen, die sorgen wirklich dafür, dass ihr nochmal einen extremen Vigor-Seelen-Boost bekommt, was ziemlich geil ist. Wie gesagt, diesen Trick habe ich selber herausgefunden, habe von niemand anderen den. Und falls euch dieses Video irgendwie auf irgendeine Weise geholfen und gefallen hat, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben, das würde mich sehr supporten, auch den Algorithmus gut tun. Ich mache nämlich verschiedene Videos zu verschiedenen Spielen, Guides, Memes, Builds, Let's Play und hast du nicht gesehen, ne? Sag an der Stelle mal danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal.